Hi Leute, herzlich willkommen in Nordnorwegen und herzlich willkommen hier in Havøysund. Havøysund zählt definitiv zu den besten Heilbuttrevieren in Norwegen und das natürlich aus gutem Grund. Unglaublich, Leute, und das ist ein guter. Oh, nein! Ist das der Hammer, ey. Guckt euch das an. Oh, das war anstrengend, Leute. Hammer! Was für ein großartiges Erlebnis und wirklich eine Hammerangelei in Havøysund. Das kleine Städtchen mit gut 1000 Einwohnern liegt in der Finnmark auf der Insel Havøya. Und zwar ziemlich genau auf dem 71. Grad nördlicher Breite. Eine Brücke verbindet die Insel mit dem Festland. Die große Frage natürlich, was unterscheidet dieses Revier von anderen? Einer, der es weiß, ist Erik. Er lebt in Havøysund und guidet hier. Wir haben halt zwei, drei wirklich interessante Sunde, wo immer extrem viel Strömung ist, wo permanent Futter durchgedrückt wird und wo natürlich die großen Räuber an den Strömungskanten lauern und unsere Gummis und Naturköder attackieren. Aber auch eine Menge an Sandbuchten und sandigen Rinnen, wo man wirklich auch die komplette Bandbreite an Angeltechniken abfischen kann, ob es mit Gummi ist oder mit Naturköder. Hier hat man wirklich immer gute Chancen auf eine schöne Platte. Und auf die haben wir es natürlich abgesehen. Oftmals ist das Projekt Heilbutt, wie wir alle wissen, ein ziemlich langwieriges und wir haben mal gerade 2 Tage Zeit. Deshalb sind wir natürlich wahnsinnig gespannt. Weil wir es mit Gummifischen und mit Naturködern versuchen wollen, schicken wir an der ersten Stelle erstmal einen Paternoster zum Grund, um ein paar kleine Köder zu fangen. Und dabei erleben wir diese Überraschung. Da hatte ich einen drauf, hab den eingekurbelt und dann ist da eine schöne Platte hinterhergekommen. Und jetzt habe ich hier so ein 150 Gramm Köderfischgeschirr und probiere hier krampfhaft den Butt hochzuholen. Und aber irgendwie will der nicht so richtig. Komisch, ne? Ja, ich befürchte aber fast. Da ist halt nur ein ganz kleiner Haken dran, wie sich das gehört für so Makrelen- oder Köderfischgeschirr. Ich bin gespannt. Wenn der die Wasseroberfläche sieht, dann macht er einen Abgang wieder. Dass hier eine Menge Druck auf dem Wasser ist, macht die Sache nicht einfacher. 10 Meter noch? Ja, da sind wir mal gespannt, was da jetzt hochkommt. Auf alle Fälle kommt da was hoch, was nicht so wirklich hoch will. Oh, 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 oh. Wie geil! Am Makrelen-Paternoster. Ich glaube, so schlecht wird der Fisch gar nicht sein. Der ist wieder ganz nach unten am marschiert. Keine Chance, das ist ein Brett. Aber auch einem echten Brett geht irgendwann mal die Puste aus. So, das Spielchen dauert jetzt glaube ich schon 20, 25 Minuten. Da kommt er. Alter Falter. Ein richtig guter Fisch. Wahnsinn. Unglaublich. Ist das geil, ey. Puh. Und das auf Makrelen-Paternoster. Unglaublich. Was für ein Viech. Und fett ist der. Was für ein Drill. An so leichtem Geschirr. Unfassbar. So, das ist das hochdefizile Heilbuttrick. Unglaublich, oder? Das ist wirklich echt verrückt. Mann, 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 dass das gehalten hat. Den letzten Haken hat er genommen, ne? Ja. Das ist Der saß drin. Wie unfassbar. Cool. Unfassbar. Ja, aber das war auch ein echt vorsichtiger Drill. Haben wir uns echt Zeit genommen, aber haben den rausbekommen, wa? Super. Sowas erlebt man nicht alle Tage und sowas auch nicht. Unglaublich, Leute. Und das ist ein guter. Oh, nein! Ist das der Hammer, ey. Guckt euch das an.
Aber das war anstrengend, Leute. Hammer! Ein anderes Highlight sollte noch folgen. Erstmal machen wir aber da weiter, wo wir aufgehört hatten. Köderfische fangen. Diesmal ohne Heilbutt-Kontakt. Und das ist die entsprechende Montage dazu. Also ich fische am liebsten im Sommer und im Spätherbst mit Naturköder. Dafür nehme ich einen rund 30 cm langen Seelachs und platziere dem einen rund 12-0er Circle Hook durch die Nase und lasse den hinter einem Schleppblei unten am Grund, so rund 2 Meter Übergrund, hinterher treiben. Die Mundschnur ist so 1,5 bis 2 Meter lang. Wenn der Heilbutt kommt und von hinten den Seelachs schluckt und mit dem Seelachs im Maul wegschwimmt, platziert sich durch die Formgebung der Circle Hook im Mundwinkel. Wenn wir einen großen Butt haben, können wir den dann schon zurücksetzen. Damit wir mit der Montage ordentlich Meter machen, brauchen wir natürlich eine gewisse Drift. Eine andere Alternative, mit der Spinnrute Gummifische kurbeln, bietet sich besonders an, wenn die Drift fehlt oder sehr schwach ist. Also die ersten Male erstmal zum Grund lassen den Gummi, dann 2-3 Mal anjiggen, wieder auf den Grund fallen lassen, die ganze Aktion 2-3 Mal und dann eigentlich durchweg ganz langsam bis zum Boot hinkurbeln. Und dann kommen die Bisse meistens unterwegs, direkt im Mittelwasser. Und dann ist es wichtig, nicht direkt anzuschlagen, sondern langsam weiter zu kurbeln, bis die Rute immer schwerer wird. Und dann kann man ruhig richtig anhauen. Und dann gehen sie gleich in die Bremse, die Jungs, in der Regel. Es sei denn, sie sind etwas kleiner. Jo, Fisch am Band, diesmal geworfen. Heilbutt mit der Spinne. Kleiner Fisch, aber Butt. Echt hübsch, ne? Ganz tolle Fische, aber wie man sieht, natürlich untermaßig und deswegen geht er selbstverständlich zurück. Tschüss. Und Interesse am Gummi hat auch er hier. So, nächster Fisch. Ein kleiner Seewolf. Ganz wichtig bei den Jungs, logischerweise nicht mit der Hand da rangehen. Kann sehr, sehr unangenehm werden. Vater gegebenenfalls mit dem Finger weniger nach Hause. Deshalb Zange in die Hand genommen. Und dann lösen wir ihn mal hier im Wasser. Boah, und tschüss. Na, Erik? So, jetzt hat der letzte auch zugeschlagen. Und meiner ist besser. Ja. Das hört sich mal so an, hä? Nummer 3 heute. Oh, mächtig krumm, hä? Ja. Schau noch mal. Nein! Ausgestiegen. Oh Mann. Und das war's mit Nummer 3. Wobei, die nächste Route ist krumm. Und wie fühlt sich das an? Nicht so groß, um ehrlich zu sein. Aber? Ist tatsächlich ein Butt. Kein großer, aber ein Butt. Ein schöner Fisch. Sehr schön! Ja, Petri. Ja, hübscher Butt. Ist wahrscheinlich nicht ganz maßig. Den lassen wir mal jetzt wieder schwimmen, ne? Und tschüss. Was für eine Bilanz direkt am ersten Tag. Das ist echt Wahnsinn. Der Erik, der macht das echt super. Der weiß, wo der Fisch ist. Also Daumen drücken. Ich glaube, wir holen hier noch einen richtigen Hugo raus. Unglaublich, Leute. Und das ist ein guter. Oh, no! Ist das der Hammer, ey. Guckt euch das an. Oh, das war anstrengend, Leute. Hammer! Extrem zufrieden und motiviert machen wir Feierabend. Die schöne Stimmung nutzen wir noch für einen schnellen Abstecher zum Arctic View. Ein großartiger Aussichtspunkt in Havoisund, hoch oben auf dem Berg. Ja, dass hier oben ein Zaun ist, ist absolut berechtigt. Hier vorne geht es nämlich mächtig weit runter. Das Witzige nur an der Geschichte, hier ist der Zaun wohl einfach zu Ende. Also ein Stückchen weiter vorwärts geht's noch. Thank you.
nur mit der Angelei hatten wir heute Glück. Auch das Wetter spielt absolut perfekt mit. Vor uns geht die Sonne unter, hinter uns wird es ruhig in Havoisund. Tagsüber sieht das natürlich anders aus. Im Örtchen gibt es Einkaufsmöglichkeiten, ein Café, ein Burgerrestaurant und natürlich eine Tankstelle. Schlüren lohnt sich. Unsere Unterkunft liegt direkt am Wasser, aufgeteilt in mehrere Apartments, 20 bis 30 Quadratmeter groß für jeweils ein bis zwei Personen. Außerdem gibt es Gemeinschaftsräume. Die großen und robusten Boote sind natürlich bestens ausgestattet. Wer hier hochkommt nach Havoisund, nimmt am besten den Flieger. So geht's auf alle Fälle am schnellsten. Der geht über Oslo nach Alta. Hier werdet ihr abgeholt und dann geht's rauf aufs Wasser. Diesmal bin ich ein bisschen entspannter, was das Gerät angeht. Ja, das war ein heißer Ritt. Gestern, ja. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Mann, 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 du. Hammer. Ah, schöne Platte. Ist was zu sehen schon? Ja, ja. Hey, komm. Oh, wie geil. Und schön gehakt, der Bursche. Und wieder so ein toller Fisch. Wahnsinn hier, Havoisund. Mann, das läuft. Und zwar ziemlich rund. Kein großer, aber Fisch ist Fisch. Heilboot, Wahnsinn, Havoisund. Echt, echt. 20 Minuten nach dem letzten Boot beißt der nächste. Das ist echt der Hammer. Und jetzt können wir gleich mal sehen. Wird kein Riese sein, aber ich hatte einen riesen Köderfisch dran. Ne? Und wenn die Jungs Bock haben, dann haben die da echt keine Angst vor, sich mal so einen 30, 40 cm Seelachs hinterzuschieben, ne? Da kommt er schon. Super. Perfekt. Ich glaube, der Köderfisch war 10 cm kleiner als er. Petri! Petri, dank! Das Schöne auch an der Heilboot-Angelei, das Gerät fällt ziemlich schmal aus. So viel brauchen wir hier oben gar nicht. Zwei Ruten genügen da vollkommen aus. Eine schwere Spinnrute, so 150 bis 200 Gramm. Eine große oder mittelgroße Stationärrolle, 6 bis 8000. Eine Schnur, ja, sagen wir eine 24er geflochtene. Und die zweite Kombi sollte eine etwas stärkere 20 bis 30 Lips Multirollen-Kombi sein, ja, zum schweren Gummifisch und Naturköder angeln. Und viel mehr brauchen wir hier oben eigentlich gar nicht an Ruten und Rollen. Und während Erik noch Tackle-Tipps gibt, passiert's dann. Die reichen eigentlich komplett aus. Hossa! Hier hängt der nächste dran. Wie geil ist denn das, bitteschön? Unglaublich, Leute. Und das ist ein guter. Das ist ein guter. Wahnsinn. So ist es. Ne? Es gibt solche und solche Tage. Und der hier ist Hammer. Oh, das ist ein richtig schöner. Sieht nach einem Newton aus, der ruckelt nicht so, der ist ein bisschen ruhiger in seinen Aktionen. Das deutet immer darauf hin, dass es sich da um einen besseren Fisch handelt. Hoffen wir mal. Mann, ist das... Oh, oh Alter Schwede. Mächtig krumm die Rute, ha? Hammergeil, wirklich. Soll mal einer sagen, Angeln ist kein Sport. Ne?
Müßig nähert sich das Eichhörnchen von Ast zu Ast. So ein dickes Eichhörnchen. ab durch die Hecke. 15 Meter haben wir noch. Und dann soll ich mal das erste Mal sehen. Aber ob wir dann landen können, ist die andere Frage, ne? Oh, da kommt er. Oh, der stellt sich aufrecht. Der kommt gerade. Oh, Scheiße. Der ist so breit wie dein größter bis jetzt lang war. Oh ja. Oh, no. Oh Gott. Ist das der Hammer, ey. Guckt euch das an. Oh. Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Alter Falter. Ein richtiger Trümmer. Oh, ist das ein Viech? Und der geht hinein. Oh, nein. Oh. Ich glaube, der ist knapp an die 2 Meter. Nein! Das gibt es nicht. Nein! Der geht komplett runter. Wie sieht es da mit der Tiefe aus? 112 haben wir. Aber zugucken ist gerade auch mal angenehm. So kannst du nicht wieder arbeiten. Also, was hatten wir gesagt? Eine halbe Stunde dauert das Spektakel gerade, ne? Ja. Ja, das ist Havoisund. Ja. Katzensprung. 10 bis 15 Minuten mit dem Boot zu so einem Spot. Unglaublich. Das, was der Fisch mir eben gerade in 10, 15 Sekunden komplett von der Rolle gerissen hat, habe ich jetzt nach einer Viertelstunde wieder drin. Dankeschön. Gleich haben wir ihn wieder oben. Jetzt heißt es Daumen drücken. Kurz vor der Landung, was ist auf alle Fälle wichtig bei so einem Fisch? Was ist zu beachten? Bei dem Fisch, man kann es nicht oft genug sagen, einfach die. Man sagt es immer leichter, als man es am Ende hat, aber man muss einfach immer ruhig bleiben. Und dann nicht mit dem Gaff irgendwie in den Körper reinrammen. Wir haben auf unseren Booten über Landungshaken im Unterkiefer setzen und dann durchziehen. Und dann ist er eigentlich schon gesichert. Wichtig ist wirklich die Ruhe behalten und nicht hektisch werden. Bremse richtig einstellen bei der Rute, bei der Rolle. Kurz bevor oben ist, vielleicht die Bremse ein Stückchen aufmachen. Und dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Eigentlich. Da kommt er. Jetzt kommen wir an die Wasseroberfläche. Ja! Unglaublich, Alter! Hammer! Lieber, Alter, so. Wahnsinn! Unglaublich! Satte 1,70 Meter ist der Fisch lang, Gewicht gut 80 Kilo. Wahnsinn! Und natürlich darf diese Lady wieder schwimmen und für viel Nachwuchs sorgen. Männer! Hammer! Oh. Oh, das war anstrengend, Leute. Hammer!
Mit diesem Hammer und absolut ausgepowert geht unsere Stippvisite in Havoysund dann auch zu Ende. Besser hätte es nicht laufen können. Fazit: Also Halbutangeln und Havoysund, das gehört einfach zusammen. Viele weitere Infos findet ihr hier. Dort gibt es natürlich auch Ansprechpartner für eure Fragen. Und wenn ihr hier hochkommt, wünschen wir euch eine tolle Zeit und klar, viele schöne Fische.